beobachtet. Reden wir über die Grand Central. Das LMB hat sich da eingenistet und kontrolliert die Umgebung. Schwer bemannte Kontrollpunkte, Geschützstellung, der Bahnhof ist eine verdammte Festung. Er stellt eine wichtige Basis für sie dar und wird gut mit Truppen und Munition versorgt, die durch die U-Bahn-Tunnel herangeschafft werden. Ein kleines Team, das durch die U-Bahn geht, also Sie, könnte von unten eindringen und dann von innen zuschlagen und die Geschütze ausschalten, bevor die überhaupt mitbekommen, was los ist. Und sobald Sie das tun, stürmen wir mit allen verfügbaren Kräften rein. Wir können dem Last Man Battalion echt wehtun, wenn Sie alles richtig machen. Willkommen zurück beim Kuschel und unserem Walkthrough durch die Mission von The Division. Die heutige Mission, wir bleiben ja in Murray Hill, wie in der letzten Mission schon, Stadtteil 24 bis 26er Stufenempfehlung, führt uns in die Grand Central Station. Das ist eine Mission, Mindestlevel 26 als Empfehlung. Geht im Rahmen des Sicherheitsflügels. Bei der Mission, also Mission 5 des Sicherheitsflügels, gegen die LMBs. Am Ende der Mission winkt dann auch noch ein Erfolg, beziehungsweise eine Trophäe, wenn ihr den Captain Foley der LMBs ausgeschaltet habt. Und ein LMB-Video wartet auch noch auf uns am Ende der Mission. Wir sind wieder im Koop unterwegs und direkt schon im Geschehen. Wie gesagt, Level 26 ist die Empfehlung, bin jetzt Level 29, mein Partner auch. Also nicht wundern, beim letzten Video waren wir ja noch Level 26, 27, aber zwischen den Missionen sollte man in den Stadtteilen immer mal wieder auch die Nebenmissionen, Nebenaufträge machen, die euch entweder je nach Flügelzugehörigkeit Ausrüstungsgüter für den Flügel, Ausbaugüter für den Flügel bescheren oder aber auch Erfahrungspunkte, wenn es diese blauen, hellblauen Fünfecke sind die Missionen, dann winken euch Erfahrungspunkte, Waffen bzw. Blaupausen für Waffen, die ihr beim Fertigungsmeister in der Hauptbasis herstellen könnt. Ersten Kampf haben wir hinter uns. Jetzt die nächste Missionsziel ist dann auch wieder den LMB-Checkpoint angreifen, also das Last Man Battalion. Kämpfen uns also hier durch die Grand Central Station, durch die U-Bahn, mal weiter runter. Ziel erfüllt. LMBs jetzt neutralisieren an dem Checkpoint. Wie immer nach den Kämpfen mal den Bereich durchsuchen, ob ihr Kisten findet, Ausrüstungsgegenstände findet, Affennachladen, bevor es in den nächsten Kampf geht. Stufenempfehlung 26 für die Mission. Ihr seht, Gegner haben auch Level 26. Verstanden. Halten Sie die Stellung, Sergeant. Nach der Mission, also ist die fünfte für den Sicherheitsflügel von Roy Benitez, müsstet ihr dann, wenn ihr die Nebenmissionen in den Stadtteilen, wo ihr wart, immer auch gemacht habt, den Sicherheitsflügel auch komplett ausbauen können, heißt alle Fertigkeiten des Sicherheitsflügels nutzen können, inklusive auch dann der Mods und auch der Master Mods, die ihr freischaltet, wenn ihr alle Ausbauten eines Flügels freigeschaltet habt. So, der Bereich ist jetzt auch wieder sicher. Nächste Missionsziel ist also jetzt den Steuerraum erreichen. Von wegen sicher. Da kommen schon wieder die nächsten vorgestürmte LMBs. Weil auch die beiden waren dann relativ schnell ja ausgeschaltet. Jetzt also wieder suchen, ob wir noch irgendwas finden können. Alles mitnehmen, was geht. Und dann heißt es für uns weiter nach unten in der U-Bahn-Station.
seht, alles ganz schön verwinkelt auch hier, also wirklich viel abzusuchen, aber da ist so eine Kiste wieder, die ihr einmal pro Mission öffnen könnt. Also beim Wiederholen dann nicht mehr der Mission. Aber allein dafür lohnt sich das einfach auch dann mal zu suchen, ob ihr noch was finden könnt, weil da können, gerade wenn ihr der Level der Mission entsprechend spielt, für euch brauchbare Ausrüstungsgegenstände drin sein. Wir sind jetzt unten bei den Gleisen. Und da warten dann auch schon die nächsten. Heißt also für uns, Deckung gehen, die LMB-Jungs ausschalten. Auf den Gleisen hier, die kommen dann von links. Ist recht gut dann anzugreifen, weil die mehr so auf einem Haufen dann kommen. Und euch auch nicht zu nahe kommen über die Gleise, dann wenn ihr die rechtzeitig ausschaltet. So, Bereich ist auch erstmal wieder sicher. Also schauen, ob wir auch hier wieder irgendwas Schönes finden können. Bevor es dann weiter mit dem Missionsziel geht, was ja da immer schön markiert ist, wo ihr lang müsst. Also verlieren könnt ihr euch eigentlich nicht in die Mission. Wenn ihr den Wegmarkierung folgt, findet ihr eigentlich immer den Weg zurück und auch zum nächsten Missionsziel, wo ihr hin müsst. Schön gemacht, auch hier mit den Lichteffekten, finde ich, wie es staubt dann auch. Stürzt ja auch alles zusammen. Auch nochmal so eine Kiste mit einem Ausrüstungsgegenstand einem Level entsprechend, beziehungsweise dem Missionslevel entsprechend. Folgen also hier durch den zerstörten U-Bahn-Tunnel weiter dem Missionsziel. Der eine Gegner, der jetzt erstand, der war jetzt kein Problem für uns. Munition auffüllen, heißt also, dürfte gleich wieder ein Kampf kommen. Sehen es auch, Steuerraum erreicht. Jetzt müssen wir dort die Geschütze ausschalten. Sehen aber oben auf dem Radar schon die Markierung, dass da auch Feinde sind. Das passiert, wenn ihr dann mal die falsche Taste drückt, statt in Deckung zu gehen, über die Deckung genau zu den Gegnern springt. Wenn ihr dann nicht rechtzeitig wiederbelebt werdet, spawnt ihr aber neu, wenn ihr im Team spielt sozusagen. Und dann direkt wieder rein in den Kampf die Gegner ausschalten. Also Tipp für euch, aufpassen auf welche Taste ihr drückt. Nicht aus Versehen in die falsche mal drücken, statt in Deckung über die Deckung springen. Genau, und die Gegner, vor allem wenn es dann auch noch mehr sind, als ihr gedacht habt oder die ihr erwartet habt. Wir nutzen jetzt also den Laptop, schalten die Geschütze aus. Geschafft, die Geschütze sind erledigt. Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu.
Nächste Missionsziel ist dann das Erdgeschoss erreichen. Alarm. Empfange Funkmeldung. Grand Central unter schwerem Beschuss! Die Geschütze sind ausgeschaltet, wir sind in der Unterzahl! Erbitte schnelle Unterstützung! Halten Sie durch, Soldat, die Verstärkung ist unterwegs. Ihr hört's also, die LMB werden jetzt angegriffen, weil sie nicht mehr durch die Geschütze beschützt sind. Aber Verstärkung ist unterwegs und ich denke mal, auf die werden wir dann auch demnächst dann gleich in der Mission treffen, wenn wir dann im Erdgeschoss angekommen sind. Nehmen unterwegs natürlich noch alle Kisten mit, die wir finden können. Wie hier, wenn ihr drüber springt, gibt es da nochmal so eine einmal öffnbare Kiste. Alles doch recht verwinkelt, also viele Wege führen nach Rom sozusagen, die wir hier nehmen können. Erdgeschoss erreicht. Jetzt heißt es, das Grand Central Terminal angreifen. Also die LMBs dort vertreiben, ausschalten, eliminieren. Kommen raus und sind eigentlich auch schon mitten wieder im Geschehen drin. Erstmal orientieren, umschauen, wo sind denn überhaupt die Gegner. Hilft ja der Radar oben immer ganz gut. Sind jetzt eigentlich nur noch brutal von uns. Wir rücken dann sozusagen jetzt immer weiter Richtung Außenbereich Grand Central Station vor, wie wir da hinten im Hintergrund ja schon sehen. Sehen auch da, die LMBs greifen uns auch an, natürlich. Kommen uns da auch gut entgegen. Und natürlich Außenbereich, immer mal wieder die Augen offen halten, nicht dass von Weitem noch ein Sniper oder sowas auf euch schießt, der euch ordentlich Schaden zufügt. Kommen jetzt dann natürlich auch die lila Gegner. Also ihr seht es eigentlich, Grand Central Station angreifen, straight forward im Prinzip. Vorrücken immer weiter Stück für Stück auf der Brücke Richtung Grand Central Station und die LMB-Jungs ausschalten. Kommen jetzt auch immer mehr von den Lilanen, die mit dem Plus davor, das sind auch Heiler, also die haben wie ihr als Fähigkeit dann auch die Möglichkeit, so einen Heilkoffer hinzulegen, der dann die verbündeten LMB-Jungs heilt, also den möglichst mit als erstes ausschalten im Prinzip, sodass er die anderen Angreifer nicht heilen kann. Wenn ihr im Team unterwegs seid, auch ganz gut. Ihr könnt einer links, einer rechts lang oder mehr Leute seid, dann je nachdem in kleineren Teams euch ein bisschen aufteilen im linken-rechten Bereich, sodass die Gegner nicht konzentriert auf einen Haufen schießen müssen. Da hinten sehen wir dann auch schon wieder Sniper euch angreifen, also wie gewohnt auch immer schön die Deckung suchen. Hier da hinten dann wieder der nächste Sniper, ist auch ruckzuck ausgeschaltet. Und wenn ihr selber eine Sniperwaffe dabei habt, die machen wirklich, wenn ihr damit gut umgehen könnt, beim Kopftreffer sehr viel Schaden. Dann sind natürlich gegen Sniper dann eine gute Möglichkeit, wenn ihr rausguckt, selber rausguckt und einfach dann erschießen, ausschalten. Dann jetzt auch ein goldener Gegner.
Habt ihr schon gesehen? Das sind dann die stärkeren nach Rot und den lila Gegnern, die wirklich viel aushalten, viel austeilen. Dann gibt es da auch noch so ein Rangabzeichen davor. Das heißt, dann sind wir noch mal ein bisschen bessere. Die teilen dann noch mehr aus und teilen noch mehr selber auch aus. Ihr seht's, selbst wenn ich mit der Sniper drauf schieße, der Balken über ihm, der verringert sich doch eher relativ langsam. Braucht also schon selbst bei der Sniperwaffe mehr als ein Magazin jetzt momentan, um den auszuschalten. Aber das bietet sich dann doch eher an, noch aus der Distanz als im Nahkampf dann. Übrigens auch ein Erfolg, eine Trophäe für das Wiederbeleben. Also wenn ihr im Team spielt, 20 Mal einem Mitspieler, glaube ich, aufhelfen, ist dann auch eine Trophäe bzw. ein Erfolg. Warten jetzt, dass wir ihm den letzten Schuss verpassen können zum weiter vorrücken. Sehen aber da hinten links am Symbol auch schon, da ist noch ein Sniper, ein goldener. Wir müssen also auch da die letzten paar Meter noch ein bisschen vorsichtig vorrücken. Und die Deckung auch nutzen. An alle, Verstärkungen des LMB sind zu Ihnen unterwegs. Beziehen Sie Abwehrstellung und graben Sie sich ein. Sind denn jetzt angekommen hinten? Kommt noch die Einblendung, keine neue Startzone. Neues Missionsziel, Grand Central Terminal verteidigen. Werden also jetzt dann da hinten genau umgedrehtes Spiel. Jetzt müssen wir verteidigen und werden von den Jungs gleich direkt auch schon angegriffen. Also Deckung suchen und alles, was auf uns zuläuft, einfach ausschalten im Prinzip. Also jetzt nicht wirklich taktisch am Ende dann, sondern wirklich die Gegner müssen zu euch kommen, laufen auf euch zu im Prinzip. Ihr bleibt in der Deckung. Und alles, was auf euch zukommt, schaltet ihr aus. Die Roten, wie gesagt, geht ja sehr schnell und einfach. Sind auch nicht unzählig viele Gegner, die da kommen. Also nur ein paar Wellen im Prinzip, die da auf euch zukommen. Kurzen Feuerpausen, die muss man am besten nachladen. Hinter euch gibt es ja auch noch eine Munitionskiste zum Auffüllen der Munition. Also ihr seht, es geht recht einfach hier gerade durch, nur einen Sniper-Vibe noch dabei habt oder so auf die Distanz schon möglichst schon die Gegner ausschalten. Und während da oben ist jetzt dann noch der benannte Gegner, der Captain Foley. Alarm, empfange Funkmeldung. Rückzug, wiederhole, Rückzug. Die sind zu gut verschanzt. LMB-Truppen in der Grand Central. Rückzug zu Kontrollpunkt Hector Alpha. Captain Foley ist jetzt auch ausgeschaltet, die Mission sozusagen beendet. Das LMB zieht sich zurück und deswegen kriegen wir jetzt dann auch noch unser neues Video, mit dem ich dann auch die fünfte und letzte Mission des Sicherheitsflügels beenden werde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann zu den nächsten letzten paar Missionen, die kommen, und genießt jetzt dann noch das Abschlussvideo der Mission, was ihr ja im Inventar findet. Viel Spaß damit und bis demnächst. Alles klar. Los, aufstehen! Ihr bereut es nicht, ich schwöre. Hey, du da! Los, gib das hin!